Oh, es geht weiter mit meinen 50 liebsten Black Metal-Alben, die nach 2000 erschienen sind. Heute mit den Platzierungen 40 bis 31. Ja, und wie immer gilt, die Platzierungen sind jetzt nicht so eng, beziehungsweise anders gesagt, es kann sich jeder je nach Laune beziehungsweise Tagesform ändern und dann ist es egal. Also, sie sind jetzt nicht so festgelegt. Aber hey, sie sind gerade so eine grobe Richtwert, sag ich mal. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wieder 10 weitere Alben. Die alle möglichen Facetten des Black Metals irgendwie abstecken. Und ja, ich wünsche viel Spaß und freue mich über jeden, der sich zuschaut und wie immer lasst eigene Listen da oder Kommentare, Kritik, Verbesserungsvorschläge, etc. Ja, und dann fangen wir doch direkt an mit Platz 40 und wir gehen nach Polen, einem Land, weil hier jetzt doch noch ein paar Mal in dieser Liste erscheinen wird. Und diesmal mit einem Album von 2013. By the way, mir fällt auf, dass 2013, wenn ich so auf meine Liste schaue, doch ein ziemlich gutes Jahr für Black Metal war, weil ich habe relativ viele Alben von 2013 in meiner Liste, was mir gar nicht so bewusst war. Auf jeden Fall, die Rede ist von der Band Furia. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, und deren Album Nossal. Wobei man sagen muss, dass bei Furia relativ eigentlich alles brauchbar ist. Es ist eine, die relativ traditionell angefangen hat und mit jedem Album progressiver bzw. avantgardistischer wurde. Die Nossal ist quasi irgendwo in der Mitte zwischen Tradition und Moderne, zwischen Black Metal und avantgardistischem Black Metal irgendwo. Man kann auch relativ moderne Einflüsse aller Cascadian irgendwo erkennen. Jetzt nicht offensichtlich, aber irgendwie schon irgendwo. Es ist recht atmosphärisch, recht modern und hat so dieses Feeling von verlassenen Industriestädten. Gerade der Opener und der zweite Song, gerade diese beiden Songs, finde ich so genial. Diese Melodien im Opener, diesen Ton und das Refrain, das finde ich schon ziemlich richtig gelungen. Und wie gesagt, es ist halt so dieses Feeling von Orten, die schon mal von Menschen besiedelt waren, wo die Natur aber sagt, hey, wir kommen wieder, wir erobern das zurück und das vermittelt dieses Album und so eine gewisse Trostlosigkeit ist da drinne, sehr viel vielschichtige Komposition, aber es wirkt nicht verkopft, es ist alles in einem Fluss, obwohl es recht avantgardistisch am Anfang stehen ist, aber es ist alles ein schöner Fluss, das Album geht ins Ohr, es ist nicht zu technisch, zu kopflastig, es ist immer aus dem Bauch heraus. Und ganz großer Pluspunkt, und da stehe ich ja total drauf, ist dieses emotionale Gebrüll. Weniger dieser Kaifgesang, sondern eher so, ja, so emotionaler. Zum Beispiel, ein aktuelleres Beispiel ist sind Imma Tarikat, die das ja auch richtig geil haben, dieser Gesang. Und so ähnlich, irgendwie erinnert mich das so ein wenig daran. Auf jeden Fall, Fugia haben einen sehr tollen Gesang und er schafft auch diese Hoffnungslosigkeit und Trostlosigkeit auch im Gesang wieder zu spiegeln und zwischen 5 und 13 Minuten und sie schaffen, ich glaube sogar kürzere Songs waren drauf auf jeden Fall. Boah, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall, sie schaffen kurze, knackige Songs, aber sie schaffen es auch, ausschweifende Nummern perfekt zu komponieren. Und Furia, das ist für mich deren bestes Album, aber Furia ist eine durchweg phänomenale Band, die eigentlich bisher noch nichts, auch nur ansatzweise, nur Gutes oder gar Durchschnitt veröffentlicht haben, sondern immer hervorragende Qualität und ich finde es schade, dass Fugel hier zum Beispiel hinter Magwar oder was gibt's noch? Cultist des Ghoulis zum Beispiel, die Überraschung auch in dieser Liste drin auftauchen, da so hinterweg sind, weil die eigentlich mit denen, die sind nicht so weit hinten in Sachen Qualität, die sind dicht dran und wer auf zeitgenössischen, kreativen Black Metal stets muss den Namen Furia kennen. Und dieses Album Nossal, oder wie man es ausspricht, ist grandios. Und dann kommen wir zu 39, ein Album auch von 2013. Ich sage ja, 2013 wird sich relativ oft
durch meine Liste ziehen. Diesmal aber aus Deutschland und ich finde auch hier wieder schade, dass die Band so relativ unbekannt ist. Gerade das Album, weil das ist für mich unter den Top 5 oder den Top 5 oder Top 10 deutsche Black Metal Alben. Ich bin mir nicht sicher, wo ich es. Auf jeden Fall ist es unter meinen Top deutschen Black Metal Alben und die Rede ist von Fyrnask und dem Album Eldirnöt. Eldirnöt ist eine so tolle Verbindung aus so vielem, aus Black Metal, also Atmospheric Black Metal, aus folkigen Einflüssen, so dieses ritualistischen Folk und aus Ambient-Passagen, so Sachen wie Leidungre oder vergiss ich, also dieser Nordic Ambient, ne, jetzt mehr so dieser heidnische Ambient, nicht so Dark Ambient, sondern mehr so dieses, ne, und halt dieser dualistische Folk. Und das wird alles miteinander verwoben und der Black Metal Part bringt immer noch genug Finsternis und Düsternis, aber das ist mehr so eher so atmosphärisch eher im Herbst zu verorten, finde ich, das Album. Recht. Es gibt. Also es ist erst eine neblige Waldatmosphäre, aber trotzdem noch genug Aggression. Melodien sind mehr so im Hintergrund, aber sie sind vorhanden, aber diese Melodien sind die. Die muss man so ein bisschen durch Nebel suchen, quasi. Nebel. Ja, auf jeden Fall so ein bisschen arger noch vielen, aber nicht wirklich, weil es viel stürmischer ist und viel aggressiver, aber so diese Verbindung aus Black Metal. Vielleicht ein wenig Doom, aber nicht viel, also mehr so am Rande. Aber so diese quasi die Elemente, die Agarloch haben, aber deutlich anders. Also deutlich aggressiver, deutlich stürmischer, deutlich mehr Blastbeats eigentlich dauernd. Und zum Beispiel mein persönlicher Favorit, und das ist für mich einer der besten Black Metal-Songs, der jemals aus Deutschland gekommen ist, ist Jaita oder wie der heißt, der vorletzte, bevor das Outro kommt. Weil der hat eine so grandiose Melodie, die wird mehrfach in dem Song, kommt die dann vor. Und diese Melodie, das Intro, allein das Intro macht mich wahnsinnig. Also dieser Intro ist so genial, das macht Gänsehaut. Und dieser Song ist perfekt komponiert, finde ich. Das ganze Album hat einfach so eine gewisse tiefer gehende Spiritualität. Es wirkt so erwachsen und gleichzeitig trotzdem angriffslustig. Es ist, also, wer so auf so Sachen wie Agerloch im Entfernteren steht, gesagt, das ist deutlich aggressiver, deutlich geht mehr nach vorne und ist weniger nachdenklich. Aber trotzdem hat es eine tiefer gehende Spiritualität wie Agarloch, dieses Erwachsene, dieses, wie gesagt, es ist halt nur deutlich stürmischer und dieses Album ist, wie soll man das? Ich kann es nicht so gut beschreiben, es ist halt einfach so den Wald und einen Sturm, also so ein Sturm, der durch einen Herbstwald zieht. So ungefähr kann man das Album beschreiben und diese Melodien sind grandios, die Folk-Elemente und die Ambience-Teile werden klug in Songwriting eingebunden und sie Aida werden. Wer den Song nicht schwach führt, der hat kein Herz. Nein, Spaß, aber das Album, dieser Song ist einfach phänomenal, diese Melodie. Also ich krieg die nicht aus dem Kopf. Ja, aber ich will jetzt nicht zu lange bei jedem Album verbringen. Ich habe bei dem letzten schon fast die 40 Minuten geknackt. Ich wollte ein bisschen kürzer werden, aber. Bei manchen Alben werde ich halt gerne mal ein bisschen ausschweifen, ne? Die Nummer 38 ist diesmal ein nicht aus 2013, sondern aus 2014. Und ja, die Band hat mal als chilenische Black Metal Band angefangen und die ersten zwei, drei Alben waren noch relativ normaler Black Metal. Dann zog man nach Schweden um und der Vorgänger von dem Album, was ich jetzt auf meiner Liste habe, der war schon ziemlich geiler orthodoxer Black Metal à la Offermaut, Watain, zu Casus Luciferi, nicht die anspruchsvolleren späteren Alben oder auch Odscamped, sowas halt. Schon richtig geil, aber dann, ich weiß nicht, ob die inwieweit, wie es dazu gekommen ist, dass dieses Album deutlich bunter und kreativer geworden ist. Nicht bunt im Sinne von. Es ist schon noch ein düsteres, orthodoxes Black Metal Album, aber es ist deutlich düster, deutlich farbenfroher. Und die Rede ist von der Band Hetero Erzen. Wahrscheinlich haben sich das so manche gedacht, Hetero Erzen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und dem Album Ein Surf Aua. Und ich weiß nicht, inwieweit die Split mit Dotz Engel dazu geführt hat, dass man deutlich kreativer zugange gegangen ist auf dem Album. Aber das ist deutlich. Es hat deutlich
stärkere Heavy-Metal-Einflüsse als die der Vorgänger, die. Oh, die Ex. Boah, ich kann den Namen gerade nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall, der Vorgänger war deutlich mehr halt, ne, war Watain, wie ich gesagt habe, diese Orthodoxe. Und hier deutlich, also es ist orthodoxer Black Metal als Grundbasis, aber dazu kommen viele Heavy-Metal-Melodien, Riffs, dieser heroische Gesang, der immer wieder zwischen dem Gekeife drin vorkommt und wirklich tief im Heavy Metal wurzelt, dieser richtig so Heldengesang, also richtig heroischer Gesang. Und die Songstrukturen sind deutlich abwechslungsreicher, komplexer, aber es ist auch wieder wie bei der Furie, es wirkt irgendwie progressiv im Sinne von, im Wortsinne, dass es halt deutlich weitergeht als Black Metal, aber es ist nicht kopflastig oder verkopft, es ist einfach ein sehr kreatives Album, was auf der einen Seite im orthodoxen Black Metal fußt, aber im anderen, mit dem anderen Bein im Heavy Metal, zum Beispiel der, ich glaube, es war der letzte Song, der 10 Minuten, das ist eigentlich eine angeschwärzte Heavy Metal Song, während der Opener so ein typischer orthodox Black Metal Song ist, aber immer mal wieder durch diesen heroischen Gesang aufgelockert wird. Und das Album hat einfach, es verbindet einfach zwei Welten auf grandiose Weise. Der Vorgänger ist schon richtig gut. Den kann ich auch empfehlen. The Extinction, irgendwas mit Extinction oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie es heißt. Und ja, der Nachfolger versucht dann wieder, sag ich mal, nicht ganz so ausschweifend zu werden und weniger komplex und wieder zurück zu den Wurzeln des orthodoxen Death Metals. Aber ich finde den nicht so überzeugend. Also ich finde die beiden Alben waren richtig geil. Also der Vorgänger war schon gut. Richtig gut. Und die war einfach bisher das beste Heterorzen-Album, weil die einfach, wie gesagt, die verbindet zwei Welten, orthodoxen Black Metal mit Heavy Metal auf perfekte, also nahezu perfekte Art und Weise. Und der Nachfolger ist so, ja, so ein Nummer sicher Album, aber irgendwie auch irgendwas fehlt mir und ich finde es nicht ganz so gut. Es ist immer noch ein gutes Album, aber es ist bei weitem nicht so gut wie diese beiden. Auf jeden Fall, Heterorzen ist eine spannende Band. Und ich bin gespannt, ob da jetzt nochmal was kommt und wo es hingeht. Auf jeden Fall, die Eins auf Ohr ist bis dahin ihr Bestes. Und deswegen steht sie auch auf der Liste, weil es ein doch schwarzes und doch buntes Album ist. Ja, und 37 ist eine Band. Auch wieder eine Band, die einfach nichts Schwaches veröffentlicht hat. Sie hat ein Album veröffentlicht, was nur gut ist. Aber ansonsten eigentlich nur sehr gutes und das ist Album, was ich meine, ist von 2010, obwohl man die Vorgänger hätte auch nehmen können. Und die Rede ist von Urfaust und dem Album Der Freiwillige Bettler. Und Urfaust sind so die Band, die quasi, ja, ritualistisch ist, minimalistisch, Black Metal mit Doom Metal komplett verbindet. Das sind zwei Typen, Schlagzeug, Gesang und Gitarre. Und sie schaffen es einfach wie kaum eine andere Band mit so minimalistischen Mitteln und so mit dieser monoton Hypno, also sie sind monoton hypnotisch, aber sie schaffen es, allein mit dem Gesang so viel Gänsehaut zu erzeugen, das ist, kann ich nicht beschreiben. Also, man hätte auch der freiwillig, ja, nee, die habe ich ja drin, der Geistesteufel oder verräterischer, nichtswürdiger Geist nehmen können, aber ich finde so, mir persönlich gefällt die am besten, weil die am nachvollziehbarsten ist. Und ja, aber da streiten sich die Gelehrten, naja, die Urfaust-Fans. Auf jeden Fall hypnotischer Black Doom und dieser leiernde Klagesang, der ist einfach sowas von emotional, das geht einfach unter die Haut. Und dann immer wieder dieses depressive Geschrei dazwischen durch. Aber man versteht eh nichts vom Text, so. Also, zu der damaligen Zeit gab es ja sogar das Gerücht, dass die keine Texte haben. Mittlerweile drucken sie ihre Texte ab, aber damals sagte man so, ja, der Typ leiert und kreischt da irgendwas im Mikro, weil auf Holländisch. Ja, und Urfaust sind so einer der Beispiele, warum Fan Records heute für viele ein Label ist, was für Qualität steht. Und Urfaust ist einer der Gründe und der Freiwillige Bettler ist das Nachvollziehbarste. Und, am leichten zu konsumierbare Album, kann man das so sagen? Die Vorgänger sind deutlich undergroundiger, deutlich irgendwie noch schräger oder so. Während das einzig nur gute Album, die
Jetzt hatte ich gerade den Namen. Oh, wie heißt denn die mit dem The Empty Space? Kann das sein? Das Problem bei der ist, dass die schon fast zu professionell ist und dadurch, die ist deutlich abwechslungsreicher als die anderen Alben, aber dadurch, dass sie schon fast zu professionell ist, geht ein Stück weit das hypnotische Element flöten. Also es kommt nicht diese hypnotische Atmosphäre auf. Und die Constellate Practice ist schon wieder richtig gut, also die war wirklich toll. Aber für mich ist das, wie gesagt, weil ich die einfach von allen Urfox-Alben am meisten gehört habe und die auch am meisten hören kann. Und trotzdem hat sie dieses Hypnotische und das, wofür man Urfox kennt, das Leidenschaftliche, dieses Katharische, dieser leiernde Gesang, der einfach über allem steht. Und dann, und trotzdem aus diesem Minimalismus ganz große Kompositionen zu erschaffen. Und es hat irgendwie immer noch was Spontanes, als ob die gerade, ja, der fängt mit der Gitarre an, der andere schlägt dazu und singt sein Klagelied, so ungefähr. So, also es wirkt halt relativ spontan und trotzdem, als ob da was Tieferes drunter steckt. Und die Urfass ist eine großartige Band, wo ich rein theoretisch deutlich mehr Alben hätte auf die Liste klatschen können, aber weil ich mich ja darauf festgelegt habe, nur ein Album pro Band zu nehmen, steht hier jetzt stellvertretend für die Urfaust-Diskografie, die der Freiwillige Bettler, weil ich die am meisten gehört habe, weil ich die am meisten hören kann und ich die einfach am nachvollziehbarsten finde und wie gesagt am einfachsten zu konsumieren. Aber generell braucht man relativ viel von Urfaust und Urfaust ist eine Band, die sehr umtriebig ist, nicht nur in Form von Alben, sondern weil die auch gerne Split-Veröffentlichungen mit befreundeten Bands raushauen und die ein gewisses Niveau einfach nicht unterschreiten. Und das macht, ist halt, da braucht man eigentlich alles. Also Urfass, ganz große Band und der Freiwillige Bettler ist für mich deren Highlight. So, und bei dem Platz 36 habe ich ein bisschen gemogelt. Eigentlich habe ich ja gesagt, alles, was ab 2000 rausgekommen ist. So, und das nächste Album ist ursprünglich. Ursprünglich im Eigenvertrieb 1999 erschienen. Ursprünglich. Aber richtig released wurde es erst 2000. Und dadurch habe ich gesagt, weil das Album groß ist, weil es eine gewisse Szene, weil es quasi der Vater einer gewissen Szene ist und ich das Album gerade richtig groß finde, konnte ich es auch nicht rauslassen. Und dadurch, dass es offiziell 2000 erschienen ist, habe ich mir dann gedacht, kannst du mit reinnehmen. Obwohl es halt ursprünglich 1999 erschienen ist. Und die Rede ist von dem einzigen Album bisher von Weakling, Dead as Dreams. Und dieses Album hat musikalisch einfach den Weg für die gesamte Atmospheric Cascadian Green Black Metal Szene oder wie man sie auch nennen will, in Amerika geebnet. Dieses komplett ausschweifende, diese Melodien und dieses vielschichtige, vielschichtig nicht, es ist doch es passiert relativ viel, aber es ist auch wieder in einem Fluss, es ist nicht anstrengend. Es ist höchstens, man kann es nicht immer hören, weil die Songs halt wirklich lang sind. Also der kürzeste Song ist mit 10 Minuten, der längste geht, glaube ich, 20. 5 Songs über eine Stunde geht das nette Album, aber es ist. Da sind so viele große Riffs drin, so großartige Melodien und Momente drin. Andere Bands würden aus dem, was in einem Song passiert, ein ganzes Album stricken. Wiedergang, nicht Wiedergang, oh, gerade verlesen, sorry. Jetzt habe ich was vorweggenommen. Weakling schaffen es, das in einem Song zu verbraten und das ist dieser Luxus, dieses komplette, wir haben so viele gute Ideen und schaffen es trotzdem aus diesen guten, vielen Ideen einen schlüssigen Song zu komponieren, ist, finde ich, relativ beispielslos. Ja, also musikalisch muss man sagen, sind die Vorgänger. Thematisch sind Weakling mehr so an Bands wie zum Beispiel Marduk oder Fortress oder sowas, sage ich mal, also Schlachten. Historische Schlachten, also Marduk oder Fortress. Fortress ja eher auf die eigene Heimat bezogen und Marduk ja Zweiter Weltkrieg, aber das verbindet ja, dass es thematisch halt mehr so um Schlachten geht als um Wälder und so, wie es in Cascadian, aber musikalisch ist das so das Album, worauf quasi die gesamte Szene, sei es, fußt.
Und Weakling haben wirklich dieses grandiose Album, was einfach gesagt, woraus andere Bands. Es ist jetzt nicht mal so krass modern, es ist entfernt, erinnert das zum Beispiel an Sachen wie Emperor in Sachen Komplexität und abzüglich der Keyboards. Es gibt auch hier mal gelegentlich Keyboards, so dezente atmosphärische Hintergrund-Keyboards, aber es ist nicht Emperor-Style, aber wenn man sich bei Emperor mal die Keyboards wegdenkt, kommt man und so ein bisschen und das irgendwie ins Amerikanische übersetzt, so in etwa, dann kommt man vielleicht bei dem Album raus und dieses Album, wie gesagt, es schafft einfach so viele Ideen in einer riesigen Komposition schlüssig miteinander zu verdrehen, dass man nicht denkt, boah, da werden eigentlich nur Parts aneinander geklatscht, sondern das sind schlüssige Kompositionen, die auch bis an die 20 Minuten gehen. Und das Album ist, man kann es, ich höre es nicht oft, weil es oftmals mir zu lang ist. Und manchmal kriege ich das, also, aber wenn ich es höre, weiß ich, das ist ganz große Kunst. Und by the way, ihr braucht gar nicht anfangen, nach dem Album zu suchen. Es ist wirklich, damals hieß es, man muss irgendwie, also das habe ich mal gelesen, man musste Kontakte zur Band pflegen, damit man dann auserwählt war, das Album zu bekommen. Also ich weiß nicht, ob das eine Legende ist und so. Und auf jeden Fall eine andere Legende besagt, dass die Band ein paar Exemplare der Platte genommen hat und im Wald vergraben hat. Ich weiß auch nicht, wie viel daran stimmt. Auf jeden Fall, was stimmt ist, es gibt eine CD-Auflage und eine Vinyl-Auflage, die 2000 dann offiziell erschienen ist, längst vergriffen ist und im mittleren dreistelligen Bereich anfängt. Also wir reden von 500, 600 aufwärts. Das ist ein Kandidat, der muss unbedingt wieder veröffentlicht werden, denn dieses Album darf nicht nur ein kleiner Kreis Auserwählter im Regal stehen haben, finde ich. Denn dieses Album ist einfach viel zu gut, als dass man das einfach, ja, darauf beruhen lassen könnte. Es müsste, wie gesagt, das ist so ein Album, wo ich echt traurig bin, dass ich das wahrscheinlich in absehbarer Zeit mir nicht physisch ins Regal stellen kann. Denn es ist so gut, aber ich zahle keine 600, 700 € aufwärts. Manchmal steht es bei Discogs drinne und dann, wie gesagt, bis in vierstelligen Bereich, weil halt, es ist einerseits grandios, auf der anderen Seite eine gewisse Legendenbildung und auf der anderen Seite damals hat das was kaum jemand interessiert, sag ich mal, und deswegen wurde das auch nur zu bestimmten Stückzahlen, beziehungsweise das Label war relativ klein und dadurch kommt es dazu, dass das Album einfach, ja, so geringe Auflagen hat und ja, jetzt drei bis vierstellige Preise einzahlt. Also das ist für drei bis vierstellige Preise über die Theke gewandert. Finde ich sehr schade, denn das Album ist, wie gesagt, das ist die Mutter, der Vater, wie auch immer ihr es nennen wollt, dieser ganzen Atmosphäre-Cascadian-Szene. Ja, ich hatte mich gerade versprochen, und das für das 35, nämlich, ich hatte es ja gesagt, Wiedergange und wieder ein Album von 2013, wieder ein Album aus Holland, ja, Wiedergange mit dem Album Half. Oh, scheiße, Mann, ich kann kein Holländisch. Half wäre gone und fucked. Auch bei Ran Records erschienen. Und ich weiß gar nicht so sehr, was mich an diesem Album fasziniert. Weil die Zutaten sind doch relativ traditionell. Wir haben traditionellen Black Metal, erwachsene Pagan Riffs. Also ist es kein Pagan Album, aber es gibt so Pagan Momente. Und es gibt auch mal so ein Black Trash Riff. So dass an sich die Zutaten sind nichts Neues, aber sie haben das, was viele holländische Black Metal Bands einigt, diese Eigenart, irgendwie aus bekannten Zutaten irgendwas Eigenartiges und Besonderes zu kreieren. Und Wiedergang haben das echt geschafft. Einerseits, weil sie halt viele verschiedene Elemente zusammenbringen, stimmungsvoll, weil alles hat sich der Geschichte, dem Songtext, dem Konzept unterzuordnen und dafür nutzt man ein breites Spektrum an, also nicht breit, aber ein relativ breites Spektrum an Zutaten, um das jeweilige Beste aus der Thematik, aus den Songs rauszuholen. Und was auch dieses Album so besonders macht, ist gerade der Klagesang, der hier immer mal wieder drin vorkommt, dieser Leiden. Schaftliche und leidenvolle Klagesang, der von einer, ja, von so einer tiefe Reife und Spiritualität in dieses durchweg aggressive und nach vorne gehende Black Metal Album bringt. Zum Beispiel der zweite Song, und holländisch klingt einfach so,
Ich weiß es nicht, aber die Sprache, dieses Holländisch macht diesen Klagesang noch, die gibt den so eine besondere Note und dieser Klagesang kommt immer wieder vor. Der zweite Ton besteht nur aus Klagesang, aus diesem, aber auch in diesen nach vorne peitschenden, in die Fresse Parts kommt auch immer mal wieder dieser Gesang. Zuvor das Gekeife und so ist auch richtig geil, aber der Gesang gibt diesen so immer wieder so eine spirituelle Note, selbst in den aggressiven, hasserfüllten Parts, und das gibt diesem Album eine ganz besondere. Ja, es macht zu was ganz Besonderem. Und Wederganger haben da denn. Und dieses Album, sie haben auch noch Split mit Urfaust und noch ganz viele andere Splits, aber das Problem, leider haben sie sich dann auf ihrem Zenit quasi aufgelöst. Und jetzt gibt es eine Nachfolgeband, wo ich gerade den Namen nicht aus dem Kopf weiß, die auch schon ein Debüt veröffentlicht haben, was ich leider noch nicht gehört habe. Ja, also das Album schafft es, zur selben Zeit aggressiv, hasserfüllt und spirituell nachdenklich zu sein. Zur selben Zeit, das schaffen nicht viele. Und dieses aus bekannten Zutaten doch irgendwie was Eigenartiges zu kreieren, das muss man erstmal hinbekommen. Und Wedergang haben das mit ihrem einen Album geschafft. Ja, Wedergang gehört für mich zum Besten, was der holländische Black Metal rausgebracht hat. Ja. Und jetzt, 34, kommen wir zu einem Album, was die erste Welle mehr bedient als denn die zweite Welle. Also für Freunde von Battery, Celtic Frost und so wird's. Jetzt kommt jetzt ein Geheimtipp. Allerdings in Doom mich, denn diese Band hat auf der einen Seite Celtic Frost, Battery oder auch Dark Swans Panzerfaust. Auf der anderen Seite sehr doomig, aber dieser trockene Doom à la Black Sabbath, so die ersten die Black Sabbath Ozzy-Phase oder Pentagram oder Saint Vitus, die ersten Alben. Und das nimmt ihr, also ihr nimmt kauzigen, trockenen Doom und erste Welle Black Metal, löscht das mit schönem Whisky ab und dann kommt ihr zu dem Album, worauf ich hinaus will, nämlich die Faust Coven Hellfire and Funeral Bell. Fünf Songs, die einfach sowas von ge geil sind, die einfach dieses. Wie soll man das erklären? Das ist einfach dieses Feeling, was ich habe, so richtig. Das Teil ist sowas von 80er und es ist so richtig geile, böse Riffs. Diese böse Atmosphäre, so aus alten Horrorfilmen und. Allein der Titeltrack, Hellfire and Funeral Bells, in seinen 10 Minuten, das ist eine fucking Hymne. Dr. Cashbox oder wie der Song heißt, ist auch so ein richtig geiler Song. Und diese Riffs halt einfach, das ist die perfekte Synergie aus 80er Jahre Black Metal und düsterem Black Sabbath Doom. Es ist finster. Es ist aber nicht dieses moderne Finster, so wie zum Beispiel Deathspell Omega oder so, sondern dieses alte Horrorfilme oder so Sachen wie alter griechischen Black Metal hatte diese Atmosphäre oder die ersten Sachen von Master Samma, so in diese Richtung, dieses Finster, dieses Böse, dieses mit auch sehr viel schwarzem Humor und so und dieses, so eine gewisse kauzige Note hat das auch und das ist richtig, also es ist ein fucking Hymn dafür, dass die Songs so lang sind, wie gesagt, der Titeltrack Dr. Dingensbums. Und so, das sind nur fünf Songs, aber jeder Song bleibt im Ohr. Die Riffs sind, weil die einfach richtig geile Riffs haben. Und das Album zwischen super langsam und langsam, immer schön heavy ist, immer, das ist, wie gesagt, das ist fucking 80er. Das ist quasi die, das ist, also mehr Jeansjacke und als, und so als Patronengurt. Aber es ist so fucking. Also wie gesagt, wer so die hier Therion von Celtic Frost mag oder wie gesagt die Panzerfaust von Dark Swan und auch so Sachen wie Black Sabbath mag und wie gesagt Pentagram und so und sich das vorstellen kann, alles auf einem Album. Ja, der wird mit Pauskurven seine Freude haben. Für mich ist die Hellfire and Funeral Bells deren bestes Album, weil es die größte Hitdichte hat, weil jeder Song ein fucking Volltreffer ist, weil jeder Song ein fucking Headbanger ist, aber rein theoretisch hätte man auch
den Vorgänger nehmen können oder den Nachfolger. Also eigentlich ist das eine Band, wo man auch wieder alles braucht. Hier In the Shadows of Doom, die letzte, finde ich auch ziemlich geil. Die ist anders, die ist nicht mehr so hitlastig, sondern mehr so, mehr auf Riffs basiert, aber trotzdem wieder das Beste aus zwei Welten, nämlich erste Welle Black Metal und Doom. Und Forestcoven Schatten ist dieses morbide, dieses obskure, perfekt. Also wie gesagt, wer so richtig, wer auf die genannten Bands steht, muss das mal gehört haben, denn Forestcoven sind leider viel zu unbekannt. So, wir hatten jetzt schon Viking, die quasi der Vorfahre, beziehungsweise nicht der Vater, das wäre, weil, sagen wir mal, der Großvater der heutigen Atmospheric Cascadian Szene. Und jetzt kommen wir doch wirklich zum richtigen Vater. Also ich würde sagen, die Viking ist der Großvater und jetzt kommt der Vater, nämlich Wolves in the Throne Room, wie ich schon bereits erwähnt hatte, dass die vorkommen werden, und zwar mit dem Album Two Hunters, was dafür gibt, weil ich finde, dieses Album ist quasi das, was Wolves in the Throne Room für mich so speziell macht, und dieses ganze Thema Cascadian, Atmospheric, Black Metal. Und es ist, ja, von 2007, und ich finde auch alle anderen Alben geil, Diadem of der Vorgänger, die Nachfolger. Das einzige Album, was halt nichts mit dem Rest zu tun hat, ist die Celestite, weil das ist einfach nur ein reines Ambient-Album. Aber ich finde persönlich, wenn ich so jetzt darüber nachdenke, die Two Hunters, weil die Two Hunters einfach dieses Ganze, was Wilson das von ihm ausmacht, noch in einer sehr rohen, unkonventionellen Form hatte. Diadem of the 12 Stars hatte noch nicht diesen Shoegaze-Anteil, beziehungsweise diese ruhigen Passagen. Das war noch mehr reiner Black Metal. Und die anderen Alben, zum Beispiel Celeste Lingage, oder wie die heißt, Celestia Lingage, das ist ja eine Trilogie, Two Hunters, Black Cascade und das dritte Album von dieser Celestia Lingage, die haben das quasi, also die Black Cascade ist mehr so ein Black Metal Album, und die Celestia Lingage führt quasi den Weg der Two Hunters fort, aber die haben schon deutlich professioneller. Es ist ein richtig geiles Album, aber ich finde halt, die Two Hunters ist das Album, allein schon wegen der letzten Komposition. Diese 18 Minuten ist quasi das, woran sich diese gesamte Szene messen muss, weil diese 18 Minuten, so Lay of bla bla bla, ich kann mir so schlecht Titel merken, aber der Final Song von den Two Hunters, diese fucking 18 Minuten, ist an Kompositionskunst nicht. Alter, daran muss ich, wie gesagt, die gesamte Szene messen. Wolves in the Throne schaffen es so viel, sie schaffen es Doom Metal, doomige Passagen, sie schaffen es Dark Throne Riffing irgendwo. Also irgendwo sind da Dark Throne Riffings, die man entliehen hat und daraus was Eigenes gemacht hat, nämlich indem man noch Ulva Bergklatt dazu geklatscht hat. Nur diese Shoegaze-Einflüsse, die man dann in den ruhigen Passagen hat, und sie schaffen es Frauengesang, der Ende der 90er irgendwann mal dazugekommen ist im Black Metal, und das war furchtbar, weil es dann irgendwie so in diesen Kitsch-Symphonic Trella-Elsen-Quatsch ausgebrochen ist. Aber Wolves in the Throne Room haben es geschafft, Frauenstimmen, also so diesen Gesang, diesen sphärischen Gesang einzubauen, ohne dass es peinlich ist, ohne dass es kitschig ist, sondern weil es einfach, ne, Mutter Natur, und man verbindet Natur mit etwas Weiblichem, und das schafft es, mit diesem Gesang quasi einzubauen. Dieses Mutter Natur-Ding. Und Wolves in the Throne Room schaffen es so viel, wie gesagt, Dark Throne Riffing, Shoegaze, Doom-Passagen, vielleicht ein bisschen Bursum-Touch, all das zu einem Ding zu machen. Und Viking war quasi der musikalische Vater, sag ich mal, der Großvater, wenn man so will. Und Wolves in the Throne Room haben quasi, sind der Vater, was das angeht, stilfremde Elemente in dieses ganze Atmosphäre-Ding einzubauen. Und quasi thematisch sind sie quasi der Vater der. Und sie sind quasi der quasi diese Szene zum Explodieren gebracht hat, dass immer mehr Bands da reingekommen sind. Dass
auch an, dass man darauf aufmerksam geworden ist. Und das liegt unter anderem an diesem Album. Das ist quasi so der Türöffner für die gesamte Cascadian Atmospheric Green Black Metal, was weiß der Geier, wie man es nennen will, Black Metal Szene aus Amerika und Two Hunters, allein wegen dem 18-minütigen Final Track, der einfach quasi vieles vorwegnimmt, was danach gekommen ist. So, aber jetzt habe ich extrem viele Worte über die Wilson Sondung verloren. Und jetzt wollen wir zu 32 kommen, nämlich den zweitbesten, also für mich persönlich, den zweitbesten War Metal, Bestial Black Metal Album, was jemals erschienen ist. Und die Reise führt uns nach Schweden, nach Spanien, wie komme ich auf Schweden, nach Spanien von 2012, die Netherton of Aberdeen von Proclamation. Proclamation sind eine Band, die aus dem Tatumblatt-Umfeld sind, glaube ich. Ja, auf jeden Fall haben die Verbindungen und die haben auch mal das Split zusammen gemacht. Und ja, klar, das Grundprinzip ist Bewitched, Blasphemy, fette, richtig grobmotorische Riffs, die voll in die Fresse gehen, immer aggressiv nach vorne, voluminöser Sound, der im Death Metal auch steht, also dieser uralt Death Metal quasi, der auch irgendwie Black Metal war, also da, wo das, also quasi das, wo das, wo die Genre, die Genre noch nicht klar definiert waren und quasi so Sachen wie Blasphemy, Beowulf und der ganze Kram. Ja, und die Frage ist ja jetzt, was unterscheidet Proclamation von all den anderen Chaos-Truppen, die sich einen Patronengurt und Gasmaske aufsetzen und durch die Gegend lärmen? Ja, es ist einfach, ganz einfach. Die können spielen. Es ist, oder anders gesagt, das ist wie mit Hellhammer zu Venom. Bei Venom war dieses Primitive, das Stumpfe, mehr Not. Bei Hellhammer war es Konzept. Die konnten spielen, aber sie haben sich bewusst als die Mittel für dieses Primitive, Stumpfe entschieden. Und so kann man es bei Proclamation auch sagen. Sie wissen, wie dieses Genre zu klingen hat, können aber spielen. Es ist also nicht Not, dass das so klingt, sondern sie wissen ganz genau, was sie tun. Die Riffs sind deutlich varianzreicher. Das Album ist deutlich abwechslungsreicher als vieles. Es gibt deutlich mehr Riffs, es gibt deutlich mehr Variationen und trotzdem ist das gnadenlos. Der Sound ist deutlich geiler als bei vielen. Oder anders gesagt, sie haben nicht irgendwann mal ein Blasphemy-Album gehört und wollen das nacheifern, sondern sie haben Blasphemy Buried genommen und nochmal radikalisiert das Ganze mit barbarischen Riffgeschwader, mit barbarischem Drumming. Und trotzdem schaffen sie es, Songs zu komponieren. Sie wissen, was sie tun und die Riffs sind knackig, abwechslungsreich. Und trotzdem ist es ein fucking War-Metal-Album, was einfach dafür konzipiert wurde, in die Fresse zu gehen. Weil es war eine Quadrologie, man braucht eigentlich alle vier. Aber die Nether Tomb of Abaddon ist quasi so die Zusammenfassung. Sie fasst einfach all das, was die drei Vorgänger hatten, zusammen und macht daraus quasi die Essenz. Und es ist einfach eines der kompromisslosesten und besten War-Metal-Alben, was ich kenne, weil es halt eben nicht nur stumpf ist, weil es abwechslungsreich ist, weil es Riffs hat, die im Kopf bleiben und weil es einfach gesagt, weil es Songwriting, weil die einfach fucking Songwriting betreiben, was viele War-Metal-Bands ja einfach nicht machen. Und Proclamation machen es und dadurch standen sie auf der Speerspitze. Sie haben sich nach der Quadrologie aufgelöst und haben danach das Projekt Band Sacrificio gegründet, was dann die Vollbedienung erste Welle Black Metal war, also Celtic Frost, Hellhammer, Venom, okay, Venom weniger, aber Battery und. Ich weiß gar nicht, ob die noch aktiv sind. Die App, das Debütalbum von denen muss man eigentlich auch kennen, weil es einfach perfekter Urzeit Black Metal ist, aber Proclamation ist für mich eine der besten War Metal Bands, die es je gegeben hat. Grandiose Scheiße. Der Tessa Toms auf Amazon, die ist einfach asozial, stumpf mit Niveau. So, ich will jetzt. Und zu guter Letzt, oh, ich sehe schon, wir sind fast bei den 40 Minuten. Kommen wir. Wir hatten den Großvater, beziehungsweise den musikalischen Vater der Cascadian-Szene. Wir hatten den Vater der Cascadian-Szene und jetzt kommen wir mal zu dem für mich persönlich besten Album der Cascadian-Szene.
weil es Songwriting-mäßig das Beste ist, weil es als ein, das einzige Black Metal-Album aus Amerika ist, glaube ich, gefühlt, was es geschafft hat, die eigene Folklore im Geiste von Ulver oder Enslaved, die eigene Folklore nicht nur thematisch zu bearbeiten, sondern auch in die Musik einzufließen zu lassen. Und dadurch entsteht ein Album, welches uns tief in die, also in die jüngste Geschichte Amerikas entführt. Und wir reden von Panopticon und dem großartigen Konzeptalbum Kentucky. Thematisch geht es um die Bergarbeiter von Kentucky, der Gold Rush. Und ja, auch die schwere Arbeit, die diese Herrschaften verrichtet haben und dieses, ja, es war ja nicht einfach nur, yay, wir haben Gold, juhu, alle sind glücklich, sondern schwere körperliche Arbeit, Gefahren. Ne, Bergbau ist halt keine schöne Sache. Also quasi die amerikanische Version von Dauputz, könnte man sagen. Ja, irgendwie schon, so, ne, nur dass Dauputz ja mehr so dieses Mythische hat. Mehr so diese Bergarbeitermythen bearbeitet und Panopticon wirklich diese tragischen Geschichten da, die quasi im Bergbau von Kentucky passiert sind, bearbeitet. Es ist ein Ein-Mann-Projekt und es schafft einfach diese Verbindung aus, wie gesagt, musikalisch das auch einzubauen. Also wir haben Melodic Black Metal, Melodic Atmospheric Black Metal, der grandios komponiert ist, der trotz dieser vier Melodien, und dass es eigentlich gar nicht aggressiv ist, dann angenehm unruhigen Drummings immer noch genügend Technik hat, dass es trotzdem noch stürmisch ist, trotzdem noch irgendwie Black Metal ist. Es ist nicht irgendwie so altes oder so, denn es ist einfach noch stürmisch, das hektische Drumming. Wir haben immer noch. Aber es ist so unglaublich schön, melodiös und detailliert, so detailreich, so detailverliebt. Und dann kommt dieses Americana, so dieses Bluegrass, diese Bergarbeiterlieder, so Zwischenstücke. Wir haben Zwischenstücke, die quasi. So, ne, die aus so wie amerikanische, ne, Banjo quasi. Und wir spielen und wir singen unsere Lieder so quasi. Das sind so die Zwischenstücke, was quasi uns in diese Geschichte mit ein, also noch tiefer eintauchen lässt. Also richtige Bergarbeiterlieder und dann immer auch zwischendurch. In den Black Metal Songs hast du immer mal wieder diese Amerikaner Einflüsse, die quasi geschickt eingearbeitet sind. Und es erzählt einfach eine grandiose Geschichte. Es ist einfach. Ja, es ist ein Hörbuch in Black Metal Form, kann man sagen. Weil es einfach. Ich habe bisher wenige Alben. Also ich kenne wenige Alben. Na klar, die Klassiker. Aber ich kenne wenige Alben. So nach diesen offensichtlichen Alben, die das so geschickt geschafft haben, die eigene Herkunft mit einzubauen, sowohl musikalisch als auch textlich. Textlich ist ja kein Problem, aber das auch musikalisch umzusetzen, darin war ein Panopticon. Auf diesem Album super. Und Panopticon sind eine grandiose Band, aber für mich ist Kentucky einfach die perfekte Verbindung aus Black Metal und amerikanischer Folklore. Also die Autumn Eternal muss man kennen, die The Roads of the North oder To the North, den Vorgänger, aber die Kentucky ist die perfekte Verschmelzung aus Black Metal und amerikanischer Folklore und es sind, und ganz im Ernst, der Typ hat so drauf, was das Komponieren an sich angeht. Der weiß einfach, wie man fucking gute Kompositionen schreibt und ich bin, ja, ich gehöre zu diesen Leuten, die Panopticon hypen, aber aus einem guten Grund, weil ich einfach, weil es einfach phänomenal ist. Ja, und das war's. Nächste Woche kommt Teil 3. Freut euch schon mal. Ja, diesmal länger, aber ich hatte auch was zu erzählen zu den Alben. Ciao, ciao.